Ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder bunter Bingo-Bastelmix für alle Zeit. Schon ziemlich langer Hashtag, was? Auch ich finde ihn schön. Ja, aber vorher möchte ich euch gerne meine Geburtstagspost zeigen. Vom lieben Tienchen habe ich eine wunderschöne Karte bekommen mit ganz lieben Grüßen. Sie hat hier im Hintergrund, im Untergrund, wieso sage ich immer Untergrund? Im Hintergrund Streifen aufgeklebt. Da hatten wir letztens bei MFG das Thema Floating Stripes und da hat sie diese Karte gestaltet. Ich finde das sehr schön mit den Papieren, auch mit diesen gepunkteten, gefällt mir sehr. Dann haben wir hier noch so ein kleines Pimpelchen. Be happy, ja, genau. Und dann mit dem herzlichen Glückwunsch hier. Ich finde es auch mal schön mit den Stickerchen, die gefallen mir auch. Und dann haben wir hier einen Rahmen und da sind wunderschöne Frühlingsblümchen drin. Und dann haben wir hier noch zwei Herzchen aufgeklebt. Das gefällt mir auch. Die Farben passen so schön zu dem Wimpel. Ja, es ist alles sehr stimmig gemacht. Vielen lieben Dank, liebes Tienchen. Ich habe mich sehr über deine Geburtstagspost gefreut. Yeah! So, und dann haben wir hier noch ein Briefchen von der lieben Tammy. Da habe ich auch gesehen, wie sie für mich ein Video gemacht hat und was da drin ist, hat sie dort gestaltet. Die beiden Bastelkanäle von den lieben Kreativen, die verlinke ich euch natürlich selbstverständlich in der Infobox. So, jetzt gucken wir uns mal den Umschlag an. Also ungefähr weiß ich ja, was drin ist, aber in echt, wisst ihr ja alle, sieht das immer noch ganz anders aus. Ein wunderschönen Umschlag mit rosa Blümchen, die glitzern, die blinken, die glänzen. Mensch, glitzern, blinken und glänzen. Happy Birthday, ja. Dann sind hier noch Sticker drauf. Ja, so Washi-Sticker sind hier noch drauf. Die sind auch schön, gefallen mir auch. So, jetzt gucken wir mal. Oh, versiegelt mit dem Logo von der lieben Tammy. Tam-Klecks-Art. Das finde ich ja schön. Wow. Kann man sich da was machen lassen mit seinem eigenen Logo? Das gefällt mir ja. So, dann gucken wir mal. Hier sind auch noch ein paar Blümchen draufgeklebt. Und hier haben wir dann noch so ein kleines Band mit dran, also eine Spitze. So kriegen wir das jetzt auch vernünftig auf hier. Oh, es hält aber ordentlich. Müssen wir das hier irgendwie ziehen? Ja, wir können ziehen. Guck mal. Zack. Geht zwar ein bisschen kaputt hier, aber man kann es so öffnen, ohne dass man es zerbrechen muss. Jedenfalls kriegt man es nicht zerbrochen. Muss ja auch nicht sein. Ja, jetzt gucken wir mal rein. Ich bin gespannt. Es ist ja so eine Art Kalender. Da gucken wir mal. Nicht eine Art Kalender, es ist ein Kalender. Oh, hier ist auch was drin. Oh, so hübsch hier gestaltet, auch in Lila. Lila mag ich ja auch gerne. Lass dich feiern, genau. Ich feiere immer mit mir. Liebe Christine, von ganzem Herzen alles Liebe und zum Geburtstag. Alles Liebe und alles Liebe zum Geburtstag. Herzlichst deine Tamklecks. Ja, danke schön. Und auch noch vielen Dank für das tolle Video. Ich finde das immer schön, wenn man was bekommt, wo man auch sieht, wie es entstanden ist. Das gefällt mir immer sehr. Oh, ja, wunderschön. Und hier auch noch der tolle Stempel. Also die Stempel, nicht das tolle Siegel. Oh, wunderschön. Ich mag ja gerne, wenn das so ein bisschen geschichtet ist. Das gefällt mir ja. So, jetzt legen wir das mal ein bisschen beiseite und dann gucken wir uns mal unseren Kalender an. Ja, genau, 29. Ja. Passt mit dem Einkreisen. Super. Ja, dann haben wir hier ein wunderschönes kleines Schildchen. Sieht so aus wie ein Diarahmen. Soll wohl auch einer sein. Christines 2023. Na, dann schauen wir mal, was das so wird. Ja, hier haben wir dann wunderschöne kleine Aufkleber. Happy Creative Year. Ich kann Englisch. Ja, spricht
Spaß muss sein. Dann haben wir hier wunderschöne Tags, die hier so untergelegt sind, in rosa und in gepunktet. Hier ist dann dieser kleine süße Kalender. Und dann ist das hier alles sehr schön gestaltet mit vielen Schablonen und wunderschönen Farben. Gefällt mir sehr. Auch mit dem Text hier ist eine sehr, sehr schöne Idee. Und dann das Weiße zum Schluss gefällt mir ja ganz besonders gut. Oh, ich bin schon ziemlich weit nach oben gekommen. Ja, und dann hier das Siegel. Ach, wie schön, auch so in diesen Farben. Da habe ich gleich gedacht im Video, da hast du aber sehr schöne Farben in das Töpfchen geschmissen. Das gefällt mir. Und dann noch ein Baum als Stempel, also als Siegel, wo ich so Bäume so gerne mag. Ja, auch richtig wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Tammy, für das tolle Geschenk. Das wird mich natürlich begleiten. Ich hänge das jetzt hier so an meine Wand. Oder wartet mal, ich könnte es mir auch hinstellen. Ich habe hier so ein kleines Regal. Werde ich was hintermachen und dann. Oder ich mache ein kleines Ständer. Oder ich hänge es mir doch an. Naja, mal gucken, wie ich es mache. Jedenfalls wird es mich das ganze Jahr begleiten. Ja, vielen lieben Dank nochmal an die liebe Tammy und an das liebe Tienchen. Und dann sage ich, jetzt geht's los mit dem Bastel-Bingo. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe schon mal die Kärtchen hingelegt und wir können noch mal nachgucken, was ich für Zahlen oder welche Themen ich gewürfelt habe für Februar. Und das war die 5 Glitzersteinchen, dann die 6 Krepppapier, dann die 7 ein Dreieck und dann schiebe ich noch ein bisschen hoch. Die 2 waren Noten, die 6 war rosa und die 3 waren Borten. Ja, da habe ich jetzt was zusammengewerkelt. Wir werkeln gleich noch eine Kleinigkeit gemeinsam, einen Tag, der da rein kann. Und danach werden wir dann wieder auswürfeln, was das Thema für März oder welche Themen für März sind. Aber das machen wir zum Schluss. Zeige ich euch noch meine neuen Würfel. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch machen wollen. Bisschen Glitzersteinchen habe ich hier. Ich wollte einen kleinen Tag noch basteln. Hier habe ich noch so, wie sagt man, ja, Randteile oder Einstecktaschen, die ich vielleicht noch verwenden möchte. Wartet mal, ich muss erstmal mein Blatt rausholen, wo ich ein bisschen was zeichnen kann, wollte ich schon sagen, wo ich ein bisschen einfärben kann. Damit meine Tapete, die hier unterliegt, nicht ganz so schmuddelig wird. So, ach, wartet mal, ich habe hier noch mein Zeug, was ich noch brauche. Ich glaube, oh, naja, jetzt fällt mir noch mein Stift runter. Aber das macht ja nichts, das heben wir wieder auf. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Jetzt noch was liegen da? Ne, müsste alles sein. So, jetzt geht's los. Hier habe ich noch einen Tacker. Da will ich euch mal zeigen, da habe ich innen drinne die Tackernadeln angemalt mit diesem Stift hier, mit diesem Alkoholmarke, damit sie ein bisschen hübscher sind, wenn ich es tacke. Meistens kommt ja was drüber, aber nur mal so als Idee. Man kann die Tackernadeln mit einem Alkoholmarke anmalen und dann hat man farbige. Man kann natürlich auch grün, blau oder was weiß ich nehmen. Finde ich cool. Habe ich früher schon gemacht, so, aber ich habe den Tacker noch nicht so oft benutzt. So, und dann habe ich hier noch meinen Wulli-Stift. Und dann wollte ich euch mal rasch zeigen, wie ich das gemacht habe. Hier habe ich ja das Dreieck und dann einmal habe ich es so gezeichnet, dass ich hier meinen Rand so ein bisschen gestalte, so ein bisschen einrahme. So einfach mit dem Stift. Man kann ihn jetzt auch noch anfeuchten, aber mir gefällt das ja so sehr gut. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen wie, nicht aquarellmäßig aussieht, sondern aussieht wie wenn man Pastellzeichnungen macht. So, das finde ich ganz schön.
So, da hat man hier so sein Eckchen, wenn man dann, oder ein Täschchen, was man sich da draus machen will, kann man sich dann überlegen. Ich hatte doch noch was da. Habe ich das jetzt gelassen? Ach, Leute, mache keine Pause. So, es lag hier neben mir. Ich bin schon blind hier. Ich habe mir ja so ein kleines Täschchen schon mal vorbereitet. Das würde ich dann auch noch gleich ein bisschen umranden. Vielleicht brauche ich es, vielleicht brauche ich es doch nicht. Mal gucken, wie es aussieht. Und dann schauen wir mal weiter. Hier habe ich mir noch meine neu kreierten Diamanten hingestellt. Mit denen habe ich schon ein bisschen gebastelt. Ich habe ein kleines Album oder Journal gewerkelt. Und da habe ich dann die ganzen Themen drin verarbeitet. Aber das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir den Tag dafür gebastelt haben. Ja, sehr schön. Diese Stifte gefallen mir sehr. So, hier haben wir schon Borden. Gucken, ob wir die nachher noch nehmen. Hier habe ich noch ein bisschen Bastband. Mal gucken. So, das können wir erstmal ein bisschen beiseite legen. Und dann habe ich hier so einen kleinen Streifen, ein bisschen Stoff. So, hier rum, so rum. Dann habe ich hier noch ein ausgestanztes Teilchen. Das ist Tapete. Das habe ich gedacht, machen wir so. Und dann können wir hier schon mal tacken. Gucken, ob das auch so wird, wie ich es mir gedacht habe. So, jetzt müsste ja eine rote Tackernadel rauskommen oder eine rosafarbene. Tatsächlich. Find's drollig. So, hier haben wir noch einen Diamanten. Das ist dann praktisch das Dreieck. Da sind viele Dreiecke drin und es ist auch fast ein Dreieck. Das hier. Oder lassen wir die Tackernadel so, dass man sie sieht. Ja, mal gucken. Hier haben wir noch so einen Streifen. Wollen wir den mit einarbeiten? Hier drinnen vielleicht? Sieht gar nicht schlecht aus. Aber ist ein bisschen dunkel, finde ich. Und das ist ja so ein Hochkantteil. Aber man kann es auch schräge. Schräge könnte man es machen. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann einfach hier so. Naja. Ich weiß es noch nicht. Ob es doch so schön ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich müsste hier ein bisschen größeren Edelstein nehmen. Oder ich habe hier noch ein Herzchen. Das ist ein bisschen sehr groß, ne? Oder? So, dann gucken wir mal. Hier haben wir jetzt noch kleine Doilies. Wenn ihr Interesse an den kleinen Doilies habt, die findet ihr in meinem Etsy-Shop, der in der Infobox verlinkt ist. Hier haben wir noch ein Herzchen. Wenn wir darauf den Diamanten machen. Dann machen wir den hier unten hin. Oh, hier unten sieht er auch gut aus. Hier oben so ein Herz machen. Schieben wir hier ein bisschen unter. Ne, das geht nicht so. Oder machen wir hier oben dann noch einen Diamanten rein. Ja, ihr dürft bei der Ideenfindung mit dabei sein. Ach, das ist auch schön. Hier sind auch Borden drauf. Zum Thema passend. Ich glaube, wir müssen über die Tackernadel rübergehen. Und hier unten ein etwas größeres. Nee, das ist nicht so schön. Das ist schön, aber es passt nicht so. Ja. Ich glaube, wir müssen hier unten noch ein hübsches Däumchen machen. Das Bläuliche ist, glaube ich, ist ganz schön. So. Nee, passt auch nicht so richtig. Aber ich glaube, mit dem sieht das doch. Ja, so, so. Jetzt brauchen wir kleinen Diamanten. Ein kleines Dreieck, das hier mit rein kann. Ja, so gefällt es mir. So, und jetzt vielleicht doch hier noch
eine Borte. Nee, geht nicht. Das ist nicht so schön, aber vielleicht ein halbes Däuli. Das könnte gehen. Müssen wir bloß das Richtige suchen. Und das mache ich jetzt und klebe das alles auf und dann zeige ich es euch. So, ich habe alles schön aufgeklebt und angetackert. Hier haben wir das kleine Herzchen mit Guckloch. Da habe ich das Washi untergeklebt. Hier habe ich jetzt noch mit dem Woody so ein paar Striche gemacht. Das gefällt mir ganz gut. Da musste weiter nichts hin. Ui, jetzt fällt mir das wieder runter. Hier haben wir ja das Herzchen mit der Borte. Hier habe ich noch ein bisschen so Bass dran gemacht. So als kleinen Hingucker noch. Auf der Rückseite sieht es jetzt so aus. Da habe ich dann die die Klammer, ja, die Tackernadel, die Tackerklemme, die Tackernadel. Ja, heißen so, ne? Tacker, Klammern. Nein, es sind Tackerklammern. Das sind keine Nadeln. Aber naja, macht ja nichts. Das ist eine Nadel hier. Nee, nee, nee. Hier haben wir noch einen wunderschönen Diamanten. Oder könnte auch ein Granat sein. Oder was auch immer schön ist, das für ein Edelstein ist. So, und jetzt dachte ich, mache ich hier noch einen kleinen Glitzerstein drauf. Das war ja auch Thema. Gucken wir mal, was passt. Grünes oder was? Rosafarbenes. Lila würde auch passen. Wollen wir mal einen kleinen Lila nehmen? Das aussieht. Einfach nur so ein Blümchen hin. Oder kommt noch eins mit? Bleibt mal erstmal da. Ja, das sieht schön aus. Eins hier in der Mitte. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. Ja. Und das passt so sehr schön zu dem Grün von dem Diamanten. Ja, mehr brauche ich drauf. Wenn wir jetzt noch eins oder zwei drauf machen, müsste hier vielleicht noch eins hin und hier. Aber ich glaube, ich lasse es so. Mir gefällt es so sehr gut. Man kann ja auch mal aufhören. Was ja manchmal schwer fällt. So, jetzt räumen wir ein bisschen auf und dann zeige ich euch das Album, was ich dafür gestaltet habe, um dann darin zu basteln. Ob es jetzt zum Thema bunter Bingo-Bastelmix für alle ist oder für das Shabby-Chic-Basteln oder für MFG, da gucke ich mal, wie ich das dann fülle, aber ich zeige es euch gleich. So, so sieht mein kleines Büchlein aus, mein kleines Journalalbum, wie auch immer man es nennen mag, mein kleines Kreativbuch. Hier habe ich so eine Borte, eine Kringelborte drum gemacht. Hier habe ich ein bisschen Washi noch aufgeklebt. Passt, finde ich, sehr, sehr schön. Hier sieht man noch prima die Tapete, die ich aufgeklebt habe. Also ich habe die Pappe tapeziert. Hier sind Fusseln. Ja, macht ja nichts. Dann habe ich hier ein flauschiges Stöffchen, einen Flauschi-Stoff genommen und den so als Buchrücken gemacht. Und dann habe ich hier ein bisschen ja, gepunkteten grauen Stoff, hier auch noch so ein bisschen rosa Stoff genommen. Dann habe ich hier ein kleines ja, Zettelchen untergeklebt, kleinen Tag oder wie auch immer. Da gab es hier ein paar wunderschöne Fächer. Hier habe ich ein Herzchen und dann meine Stickerchen benutzt. Die findet ihr natürlich auch in meinem Etsy-Shop. Dann habe ich noch ein Glitzersteinchen, ein kleines Herz draufgeklebt und so ist mein Album oder mein Journal entstanden. Ja, das kann man dann, wenn es denn etwas dicker werden sollte, dann wunderbar rummachen. Lässt sich auch noch ein bisschen ziehen. Und wenn es gar nicht passen sollte und es zu dick wird, dann müssen wir ein neues Bändchen machen. Ist ja nicht schlimm. Häkeln können wir ja. Ja, und da habe ich dann auch mein
meine Dreiecke mit drauf, meine Diamanten, mein Herzdiamanten und mein Doily noch wieder. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich es schon mal gestaltet habe. Hier haben wir einen dicken, fetten Klunker. Da kann man dann, könnte man theoretisch den Tag schon hinterstecken und es würde passen. Ja, würde gehen. Aber mal gucken. Dann habe ich hier eine Seite, da habe ich so eine kleine Tasche. Könnte man auch. Ich finde das ganz schön, wenn das hier hinten so rausguckt nachher. Das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen ist es auch ein bisschen größer geworden. Also hier vorne könnte man ihn schon reinstecken. Verdeckt man allerdings ja, das wunderschöne Diamantchen. Den wunderschönen Edelstein. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wo wir es hin tun. Vielleicht, naja, mal sehen. Das können wir auch noch einkleben. So, da kann dann noch was rein. Hier habe ich auch noch so ein bisschen graues, grauen Stoff eingeklebt in die Rille. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber muss gehen. Wie gesagt, hier ein Washi, eine Washi-Borte. Mit dem Washi finde ich das sehr schön. Dann haben wir hier die Noten. Ich habe es ja hier nochmal aufgeschrieben. Borte haben wir und Noten haben wir hier. Da habe ich ein kleines Täschchen gemacht. Krepppapier habe ich hier benutzt. Oh, Krepppapier fässt sich auch so schön an. Finde ich prima. Dann meine Diamanten und hier kann man dann was reinstecken. Na, passt da rein? Genau. Da könnte man ihn reinstecken. Sieht ganz gut aus. Aber ich zeige euch ja noch mehr Täschchen. Wir gucken mal. So, da kann man dann auch noch was gestalten. Eventuell dann das Dreieck einkleben, aber so lassen und dann vielleicht hier hinten noch was rankleben. Oder wir machen hier dieses rein. Dann steckt man da noch was rein. Ja, wir können das hier reinkleben. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Passend zu dieser Tasche können wir noch so eine Seitentasche machen, wo ich es doch gerade vorbereitet habe. Können wir es hier auch noch einkleben. So, und so habe ich das mit allen gemacht. Hier habe ich überall so Art ja, Falzen gemacht, damit man das, dass es ein bisschen absteht, damit man das da rein tun kann. So. Ja, super. Jetzt wollte ich noch was reinmachen. Moment, wo ist er hier? So, ich glaube, es knapp, ne? Ja, passt nicht ganz. Aber ich möchte es ja auch so reinstecken. Aber ich finde das schön mit den Buddy-Stiften, so umrandet alles. Hier habe ich jetzt nichts umrandet, aber muss ja auch nicht immer sein. So, hier habe ich wieder einen Diamanten mit so einem kleinen Glitzersteinchen. Glitzersteinchen haben wir. So, dann habe ich hier so ein Art Täschchen. Das kann dann drin noch gestaltet werden demnächst. Gucken wir mal. So, hier auch noch Platz. Hier ist ganz viel Platz. Hier auch noch. Hier habe ich dann so ein Täschchen mit zwei Dreiecken gemacht, wo man was reinstecken kann. Na, Tag, ist das der Platz für dich? Ja, das glaube ich ist er. Ich denke, da passt es rein. Aber wir wollen auch die anderen Täschchen angucken. Aber ich glaube, das ist der richtige Platz. Hier ist wieder Platz. Hier haben wir so ein ja, Doppeltäschchen. Einmal hier. Und dann kann man hier unten auch noch was reinschieben, wenn man möchte. Und hier ebenfalls Kleinigkeiten. So, hier könnte man noch was ganz durchschieben. Hier ist ganz offen. Zack. Da unten würde nur was rausgucken. Was Schmales. Aber man kann auch einen schmalen Tag machen. Das geht ja auch. Wieder viel Platz. Hier haben wir zwei Dreiecke, die man noch weiter gestalten kann. Man kann ja noch was hinterkleben und es dann öffnen. Aber das machen wir das nächste Mal denn. So, und hier haben wir noch einen Briefumschlag, den man dann ganz aufmachen kann und dann wieder schließen. So, da kann man dann auch noch was Schönes drin gestalten. Aber ich glaube, ich muss hier wohl dann einen kleinen Magneten mit einarbeiten. So hält das nicht. Das geht auf. So, und dann sind wir am Ende. Und jetzt stecken wir das kleine Täkchen, unser gestalteten Tag hier rein. Und dann passt das. Ach, sehr schön. So, wollen wir das hier noch reinkleben? Nee, das stecke ich dann hier vorne mit rein.
und dann kann man das nächste Mal verwenden, wenn man es braucht. Ja, so sieht es ja aus, meine kleine, mein kleines Kreativbüchlein zum Thema bunter Bingo-Bastelmix für alle. Und da werden wir dann noch viel drin arbeiten, denke ich mal. So, und jetzt geht's weiter mit dem Auswürfeln für März. So, ich zeige euch mal meine neue Errungenschaft. Ta-ta-ta, bunte Würfel, oh, sind die nicht schön? Ich kann mich auch an kleinen Sachen erfreuen, sowieso immer schon. Oh, die beiden sind ja besonders schön, aber die anderen gefallen mir auch alle. Lila hätte ein bisschen heller sein können, aber auf dem Bild sah es auch heller aus. Aber wir wollen mal nicht so sein. Ja, natürlich würfel ich mit diesen heute für März. Die anderen kommen natürlich auch dran. Schön. So, dann geht's los. Erstmal die Nummern und dann gucken wir nachher, was es ist. Genau. So, die Reihenfolge, die ich mir gewählt habe, die steht hier oben. Erst Krimskrams, dann Papier, dann Formen, Musterfarben, Zierrat. Aber das könnt ihr ja, wenn ihr es machen wollt, machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch einfach nur euch die Zettelchen nehmen und einfach blind drauf tippen und dann auswählen. Oder einfach nur auswählen, geht natürlich auch. Man muss auch nicht alle Kärtchen nehmen. Aber es soll einfach nur Spaß machen. So. Dann würfeln wir jetzt. Oder gucken wir mal gleich. Wir gucken mal gleich, was es ist. So. So, jetzt fangen wir an mit Krimskrams. Auf geht's. Bei den neuen Würfeln. Zack. Oh, drei. Wo ist denn mein Stift hier? Upsassa. So. März. Und die Nummer drei. Nummer drei, Halbperlen. Na denn. Gucken wir mal, wie es weitergeht. So. Papier. Oh, ein Pasch. Nee, Pasch ist noch was anderes, ne? Jedenfalls ist es eine 10. Geschenkpapier. Oh, das ist cool. Eine 10. So, weiter geht's mit den Formen. Noch eine 10. Was ist das? Fächer. Ach, mag ich auch sehr gerne. Wisst ihr ja, Fächer finde ich sehr schön. So, jetzt geht's weiter mit dem Muster. Wieder eine 10. Das ist doch nicht normal. Was ein Zauberwürfel. Gestreift und liniert. Also beides. Kann man wählen. Das ist aber merkwürdig mit den ganzen 10. Wenn jetzt noch einmal eine 10 kommt, na, dann habe ich ja wohl wirklich super Glück heute. Ne? Oder sind das Würfel, die Nummer 10 würfeln? Das habe ich jetzt mal doller gemacht. Aber 6 sind immer dabei. 7. Braun. Na denn? Braun. Gucken wir mal, was wir Braunes finden. Ich denke gleich an Schokolade. Dann gucken wir mal. So, und jetzt haben wir noch Zierat. Na, dann gucken wir mal. Und jetzt haben wir die 9. Und das ist Stoff. Na denn? Ich habe tatsächlich Stoff, wo Süßigkeiten drauf sind. Mal gucken. Aber habe ich den noch? Naja, ich schaue mal. 9. So. Schreibe ich mir hinten nachher wieder auf. Dann kann ich gucken, was ich so basteln kann. Ja, das war's mit meinem bunten Bastel-Bingo-Mix. Nein, mein bunter Bingo-Bastel-Mix für alle. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim bunten Bingo-Bastel-Mix für alle. Wenn ihr mitmachen wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen.
Und ich sage euch, ich wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao!